Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Strategic Command. Das letzte Mal ja, hatten wir zwei Panzer zerstört und ich hatte noch schon die zwei Runden davor was vergessen, und zwar dieses Korps hier, dieses Indian Korps zu bewegen im Irak, habe ich jetzt nachgeholt. Gut, die werden sich jetzt weiter die ganzen Flaggen holen und irgendwann wird dann ja hoffentlich auch ja, Verstärkung eintreffen können. Das heißt, ich muss mal gucken. Produktion, die Briten, ja, die haben am August kommt was. Okay, also erst ab August geht es dann hier richtig rund. Schön. Gut, okay, gucken wir mal, was jetzt passiert. Könnte natürlich sein, dass es jetzt in der Nordsee etwas verlustreich für mich ist. Pioniere haben fertiggestellt. Sehr schön. Dreihundertfünfundvierzig, 505, wow. Sechsundneunzig, 21, 0, 16, okay. 96 minus 86. Genau, sehr schön. Mit etwas Glück können wir vielleicht auch noch eine Einheit, ja, sozusagen im Süden, also eine Packeinheit im Norden schicken, das meinte ich jetzt. Ja, ich habe mir gerade gedacht, die zwei Hempel stehen da natürlich schon ein bisschen gefährlich. Also da sollte ich dann vielleicht auch im Süden jetzt vermehrt Einheiten hinsetzen. Okay, der wurde aufgeladen, aber der steht da jetzt sehr, sehr gefährlich. Also mit etwas Glück kriegen wir den diese Runde kaputt. Schwache Fronten schützen. Ja, also hier Richtung Luga, Richtung Südosten, da wird es langsam schwach für den Feind. Okay, da war ein U-Boot. Scheint ein sehr, sehr starker Jäger zu sein. Okay. Aber tendenziell sollte Rischew noch halten. Ist einfach zu schlecht, die Einheit da. Alles schwierig und schmierig, muss man sagen. Jetzt geht er verloren, leider. Ich hatte gehofft, er würde noch ein bisschen länger halten, aber nichts da.
Verteidigung durch Art Harry. Sehr schön. Oh, der hat ihm gleich zwei abgenommen. WTF. Oh, das war frech. Ja, 1-1 ist aber gut. Gut, aber bevor ich Tunesien angreife, werde ich dann erstmal nächste Runde, oder die nächsten Runden besser gesagt nicht aufladen müssen. So, die fahren weg, weiß Gott wohin. Das heißt, dann werden wir jetzt mal eine Pack vorsichtshalber Richtung Osten schon mal schaffen. Schade, den haben sie leider zurückgezogen. Der stand nämlich ideal zum Zerstören. Okay, die Einheit kommt wieder. Der ist jetzt leider hinüber. Nachschubmangel wird durch den Verlust von Sevastopol geschwächt. Das ist natürlich belastend. Marine wird bei der Schlacht um Midway verheerend geschlagen. Ein Chor in Rotterdam. Schlachtschiff gesichtet. Okay, ein Chor. Ja, ich würde mal sagen, das stellen wir dahin. So, die schwere Artillerie, die kommt dahin. Luftabwehr stellen wir mal dahin. Und das Chor. Gute Frage, nächste Frage. Das stellen wir vielleicht mal hier hin. So, und dann gucken wir mal. Wir können uns ein Chor nachkaufen. Und sogar zwei. Okay. Haben wir das schon mal erledigt. Okay, so, dann die nächste Idee, die ich habe, ist, dass ich das Ding hier das entferne. So, und das verlegen wir, ich hoffe, das kommt dahin. Das kommt natürlich nicht dahin, WTF. Nächste Runde da rein. Dann werden wir jetzt vorsichtshalber das Chor hier nochmal reinstellen. So, und das Ding stellen wir dahin und das Ding dahin. Okay, so, und dann gucken wir mal. Die müssen wir leider aufladen. Klar, 1-2 und dann 2-1. Das ist ganz schön frech, muss ich sagen. Gut, dann werden wir jetzt mal verstärken. Wird leider wieder recht wenig Geld übrig bleiben. Oh, den habe ich jetzt
leider einen Stärkepunkt übersehen. So, 279. So, also mich würde er natürlich schon irgendwie reizen, hier mal vorzurücken. Nicht, was der gegen ihn reißt. Sehr schön. Das gefällt mir schon mal. Der steht in einem Wald drin. Ich, wenn ich hier hingehe. Oh. Kommt leider nicht dahin. Du gehst mal hier hin und passt da auf. Okay, das ist jetzt alles nicht so. Das wollte ich nicht. Alles nicht so das Wahre, muss ich sagen. Gut, wir lassen es jetzt erstmal so. Die sind ja jetzt soweit eingekästet. So, hier müssen wir erst recht nichts machen. So, befestigen. Okay. So, 279 haben wir jetzt noch. Das ist natürlich echt nicht gerade viel. So, den können wir auch nochmal einen verstärken. Du gehst mal zurück. Die Schlachtschiffe gehen am besten auch zurück. Die Schlachtschiffe, sage ich schon, die Hempel-Pempel da. Okay, da ist ein Hafen drin, das ist suboptimal. Okay, dann müssen wir mal gucken. Die 11. Armee. Oh, was haben wir denn da? Modus Bomber. Das ist jetzt belastend. Kannst du mal kurz bitte dich opfern? Du kommst da nicht hin. Moment, der kann doch mal. Das ist ein strategischer Bomber. Den verlegen wir jetzt mal nach Großbritannien. Kann man das Ding eigentlich auch? Wird wahrscheinlich nicht gehen, schätze ich mal.
Das kannst du nicht verlegen. Gut, dann wirst du jetzt mal, wenn du nicht verlegt werden kannst, achso, du stehst noch nicht mal zum Hafen drin, das ist sehr cool. Okay, da kannst du nichts machen. Ja, dann haben wir noch hier unten die Einheiten. Dass das vielleicht eine etwas bessere ist, leider immer noch Versorgung 0. Das ist schade. Okay, so, ihr macht da jetzt weiter die Runde. Mal hier auf dieses, auf diese Erdölquelle zu. So, die sind ja jetzt immerhin abgeschnitten. Das heißt, das müsste dann. Na gut, die waren ja eigentlich schon von vornherein abgeschnitten. So, die können mal hier ein bisschen die Flugzeuge verstärken, würde ich sagen. Gut, da geht jetzt aber gerade nichts mehr. Dann gucken wir mal, was wir jetzt mit dem restlichen Geld machen. Pioniere. Komm, wir nehmen noch mal eine Einheit Dingsbums. Ja, was wir nehmen die jetzt? Komm, die kaufen vielleicht mal noch einen Befehlshaber. Und die Sowjets. Das hört sich doch gut an. Okay, ja. Der hatte schon angegriffen, das bringt nichts. Okay, gut. Ja, lassen wir das. Wenn da einer reingeht, dann ist er ja so ein bisschen in der Falle. So, der hat 3. Der wird jetzt bald an Versorgungsnot sterben. Das ist die Frage. Kommt das mal an? Jawohl. Leider wieder 2 gefressen. Das finde ich nicht so toll. Achso, ja, dafür reicht das Prestige jetzt nicht, weil ich jetzt nämlich auch überlegt hatte, tendenziell auch vielleicht mal diese beiden Einheiten mit allem abzugraden, weil dann könnten wir die jetzt, wo es momentan, wo wir den Feind gestoppt haben, natürlich leicht, leicht stoppen. Geht jetzt auch nichts. Gut, egal. So. Ich bin am Überlegen, aber ich glaube, jetzt haben wir sonst nichts Großartiges, was noch im Angebot wäre, was zu erledigen ist. Wir können mal gucken.
132, 79, ja, also es wird tendenziell etwas mehr, schwächt die italienische nationale Moral. Regia Marina stellt das Schlachtschiff Roma in Dienst. Weiter. Seekriegsstufe 1, Panzerstufe 2, das ist sehr, sehr gut. Da werden wir jetzt auch gleich mal die ein oder anderen Upgrades vornehmen. Ich hoffe, der Panzer in Leningrad überlebt das Ganze. Das wäre sehr schön. Okay. Spezielles ersetzen. Ja, schön. Okay. Die ziehen sich Richtung Belgorod hier zurück. Hier rücken Einheiten nach. Okay, die können sie leider wieder bis auf 6 aufladen. Das ist nicht so schön. Ja, da wurde eine Einheit hinverlegt. Weiß ich jetzt nicht, was das bedeutet. Aber tendenziell würde ich schon sagen, dass ich da Chancen habe, jetzt diese 7er Einheit zu killen. Italienische Bomber greifen auch an. Abfangjäger, Eskorten. Also sie wollen jetzt mit aller Macht Bischof einnehmen. Wir könnten nächste Runde auch mal gucken, wo sich vielleicht mal ja, Disziplin, sage ich schon, Investition lohnt. Oh, die 7-1 hatten wir ganz vergessen. Das ist schlecht. Okay. Verteidigung durch Artillerie. Belastend, muss ich sagen. Die Flanke ist jetzt nicht mehr so richtig zu halten nach dem Verlust von Vjazma. Also entweder gucken wir jetzt, dass wir da, aber das ist alles scheiße. Das ist wirklich alles scheiße, das muss ich jetzt mal so deutlich sagen. Ja, die werden aufgeladen. Schwache Infanterie hingestellt. Da könnten wir eventuell mal gucken, ob wir da irgendwas reißen können, die vielleicht kaputt zu kriegen.
Ja, ich muss mir mal angucken, wie das mit der Versorgung aussieht. Also die Versorgung da von den Truppen. Also die Tena-Einheit sollte ich auf jeden Fall zurückziehen. Die steht dann nämlich echt, ja, sozusagen ein bisschen in der Falle. So, und ich kann mir mal überlegen, was ich hier mit dem leichten Panzer mache. Ob ich den Richtung Tichwin schaffe oder irgendwo anders hin. Versorgung, das ist sehr schön. Kommandoeinheiten überfallen die belgische Küste. Auf Schweden, jawohl. So, mechanisiert. Also Stoßarmee ist natürlich echt belastend. Jagdflugzeug in Lublin, Garnison in Cuxhaven, Garnison, Korps in Helsinki. So, ein britischer Zerstörer, das ist schon mal gut. Ein amerikanischer Panzer. Ich kann den wahrscheinlich nicht in den USA, nicht in Großbritannien. Ja, das ist ein bisschen lästig, dass man die dann immer da hinschaffen muss. Das ist echt lästig, muss ich sagen. Gut. Eine Garnison. Dann stellen wir die mal nach Tichwin rein. Und der Panzer. Ja, ist die Frage. Wo bringen wir den Panzer in Stellung? Tendenziell eher hier, würde ich sagen. Gut, ja, fangen wir wieder an der Ostfront an, würde ich sagen. Verlegen. Ich würde sagen, den bringen wir mal hier in den Süden. So, die müssen verstärkt werden. Beide. Das ist Nummer 1. Vielleicht, ja, das geht schön. Okay, so, dann werden wir den Panzer jetzt erstmal upgraden. Jetzt ärgerlich. Okay, kann man nichts machen. Dann gucken wir mal weiter. So, den laden wir auf. Hier könnten wir eigentlich mal unser Glück versuchen. So, so verlegen. So, Moment, genau, wir wollten den dahin verlegen.
ich den jetzt noch mit dem tauschen? Nee, kann ich nicht anscheinend. Dann ist das halt so. Kann ich nicht upgraden. Aber das sieht doch gar nicht mal so dumm aus. Wir versuchen das jetzt mal auszuschalten. So, sehr schön. Ja, hier ist natürlich echt ein bisschen die Kacke am Dampfen. So, den wollte ich die Upgrades geben. Es ist wieder nur sehr wenig Prestige da. Das ist echt kacke. Aber gut. Dafür schaffen wir es auch momentan, dem Feind ein bisschen Schaden zu machen. So, was ist noch in der Produktion? Okay, da kommt ja jetzt im Juli, August, also wahrscheinlich nächste Runde, kommt dann eine ganze Menge. Ja. Stoßarmee. Gut, lassen wir das. Die Entscheidung schieben wir jetzt erstmal auf. Geht nix. So, hier fährt jetzt alle mal ein bisschen nach Süden. Den können wir mal wieder ein bisschen verstärken, würde ich vorschlagen. Und da werden wir die Flugzeuge mal wieder hoch beamen. Okay, so. Die 11. Armee kann mal in Liverpool an Land gehen und dann nach Manchester reinwatscheln. Und dann haben wir noch. Nee. Ja. Mir ein bisschen zu plümerant da. Was sehen, U-Boot-mäßiges, aber ach, da ist es. Kommt leider nicht vom Fleck. Gut, ist jetzt auch egal. So, wir haben auf jeden Fall noch Prestige. Wir werden jetzt mal gucken, Forschung.
wenn wir mal Panzer weiterentwickeln und mit den Amerikanern auch. So, jetzt ist die Frage, soll ich, das kostet 200, da kann ich mir natürlich kaum was leisten. Wir werden jetzt erstmal die verlorenen Einheiten nachkaufen. Geht nicht. Kaufen wir das halt so. Gut, dann hat sich das eh erledigt mit dem weiteren Forschen. Okay. Achso, da waren wir ja auch noch nicht tätig gewesen in Afrika. Die können nochmal eins höher kriegen. Und dann gucken wir mal. So, die laufen da langsam weiter. Ihr nehmt das Erdöl ein und geht nochmal hier auf Arutba vor. So, okay. Kommt auch keiner hin. Na gut, die haben jetzt natürlich auch kein Geld mehr. Aber die Amerikaner, die könnten noch was kaufen, sehe ich gerade. Dann würde ich sagen, kaufen die vielleicht noch einen. Moment, schließen. Reicht das für einen Befehlshaber mit Mobilität? Nicht ganz. Dann warten wir vielleicht noch eine Runde ab. Und die Briten könnten rein theoretisch auch noch was kaufen, aber. Ah, doch, hier so eine Spezialeinheit wäre möglich. Dann machen wir das doch mit den Briten. Und 130 die Deutschen, 79 UdSSR. Also ja, wir haben jetzt noch nicht großartig irgendwas zurückerobert, aber wir haben jetzt schon mal einen oder anderen kleineren Erfolg gefeiert. Ja. Müssen wir mal gucken, wie das jetzt alles weitergeht. Die können wir leider nicht. Haben wir auch nicht mehr das Prestige dafür. Ich hoffe, wir können uns hier halten. Achso, die hatte ich gar nicht aufgeladen. Das können wir schnell mal machen. Dann müssen wir tendenziell auch hier im Süden mal mehr Einheiten aufstellen, um die aufzuhalten. Also 8, 7. Was sind denn so die stärksten? Also der Brandenburg, die Fallschirmjäger haben einen Stern, das Korps hat einen, ja, die Armee hat einen, die Armee hat einen, die Armee hat sogar zwei. Die vierte Armee, also die ist natürlich schon noch ein starker Gegner, kann man sagen. Ja, die zwei Armeen haben auch einen. Okay. Nächster Zug.
Office of the Service schlägt eine Auswertung des Spionagenetzwerks in Vichy, Algerien vor. Örtlich militärische und zivile Personen in wichtigen Positionen beeinflussen, bestechen. Der Weg für ein Land ebnen. Der US ist der Meinung, dass für insgesamt 25 MPP Spionen die Möglichkeit gegeben würde, kleinere Aufstände zu unseren Gunsten anzustiften, wenn amerikanische Truppen bei Casablanca, Oran oder Algier landen würden. Das Problem ist natürlich, ich habe das ja nicht vor, da zu landen. Ich will ja den Landweg nehmen. Von daher ist das jetzt natürlich schon eine etwas interessante Frage. Aber komm, 25 MPP. Das Geld haben wir jetzt dafür locker. Commonwealth Party gebildet, die gegen den Wahlpakt was vorzugehen. Infanteriewaffenstufe 2, sehr schön. Das heißt, er wird jetzt wahrscheinlich das Kaufen momentan auch nicht so exzessiv in die Höhe möglich sein, fürchte ich. Der Bomber wurde verlegt, ja, Kursk wurde schnell besetzt vor meinen Truppen. Werden weggefahren. Flugzeuge auch. Okay, also Einheiten werden da jetzt gerade aufgeladen. Passiert jetzt nicht so viel Spannendes, kann man sagen. Der macht keinen Schaden, das ist schon mal gut. Der auch nicht. Das ist natürlich schon immer eine kleine Schwächung, glaube ich. Also von daher jetzt nicht so toll. Ja, müssen wir mal gucken. Achso, wir haben die zwei Packs ja noch, die Schlaumeier. Die können wir auch nochmal irgendwo einsetzen, aber das ist halt die Frage, wo. Okay, die machen sie jetzt hier. Okay. Den jetzt hier soll ich vielleicht auch mal in Artillerie investieren. Hmm.
Also tendenziell werde ich jetzt diese Runde erstmal allen Einheiten in der ersten Front nicht angreifen, sondern Upgrades verteilen, Infanterie-Upgrades oder aufladen. Das ist jetzt so die ja, beste Ding ist wahrscheinlich, beste Vorgehensweise. So, griechische Partisanen stören die Versorgung. Damit ist dann der Part jetzt gleich wieder zu Ende. Der Part, sage ich schon, der Zug zu Ende. So, ein Chor wurde zerstört. Okay, da ist ein U-Boot. Jagdflugzeug, schwerer Kreuzer. Ein Chor, Garnison. So, Montgomery, der Befehlshaber ist da. Das ist sehr schön. Und wir haben jede Menge Einheiten gekriegt. So, wir werden jetzt erstmal ein paar Städte hier wahrscheinlich vollstellen. Das heißt, das finde ich ein bisschen nervig, dass man das nicht sehen kann, was das sein soll. Hier ist Wald und da ist Wald. Okay. So. Die werden wir jetzt da unten hin verlegen. Das passt sehr schön. Dem kann man schon mal das Upgrade geben. Der wird verstärkt. Aha. Zurückziehen. Der kriegt seine Upgrades. So, der wird verstärkt. Der auch. Geht nix. Da geht auch nix. Sehr frech. Egal, machen wir mal. Ja, toll. Das hätte man lieber sein lassen sollen. So, den werden wir jetzt mal verstärken. So, die da unten kriegen jetzt beide Infanteriewaffen 2. Und die auch. Das Geld sparen und fahren. Hm.
So, okay. Und hier ist natürlich, das geht nicht. Hier kann ich auch nicht. Wahrscheinlich wegen der Belagerung. Versorgung 11. ETF. Okay. So, dann sind wir da soweit wieder fertig. Zu, mein Freund, Kamerad Schnürschuh. So, dann war irgendwo hier. So, aber ansonsten müsste es doch gewesen sein, glaube ich. Würde ich jetzt mal behaupten. Mit den Truppentransportern. So, jetzt ist die Frage, lohnt sich das vielleicht, das Jagdflugzeug anzugreifen? Egal, so, den können wir mal verstärken hier, wo ich ihn gerade sehe. Okay, ja. Aber ich denke mal, Moskau sage ich schon, Dings wird jetzt früher oder später fallen. Wir können jetzt, wo hatte ich das Hauptquartier hingestellt? Das hatte ich an einem Hafen gestellt, jawohl. So, das heißt, dann werden wir. Das wollte ich nicht. Transport. Hier haben wir dann das Hauptquartier und dieses kanadische Korps, werden wir dann mal nach Irak, in den Irak schicken. Ärgerlich. So, Forschung. Ich wollte in, sagen wir mal, Infanteriewaffen 3 bei den Sowjets. So, die Amerikaner können vielleicht mal Spionage und Aufklärung die nächste Dinges machen. Ihr macht mal. Kontrolle. So, und dann können wir mit den Amerikanern jetzt noch einen Befehlshaber kaufen mit Mobilität. Und ja, einen Fallschirmjäger. Und die Briten kriegen. Eine Armee,
würde ich sagen. Das geht nicht. Das auch nicht. Das ist alles etwas zu teuer. Oder ein Chor. Und das geht immerhin. Okay, so. Ach so, wir haben noch Einheiten zum Aufstellen. 3 Stück. Ja, genau. Da wollte ich einmal hier hinstellen. Zweite Stoßbannerarmee stellen wir mal dahin. Und die Pack stellen wir mal im Süden hier hin. Den hatten wir, nee, den hat man noch nicht bewegt. Der hat jetzt gerade Versorgung 0, das ist schlecht. Wo der jetzt in einem Ort drin ist, was ist das denn für eine Quatsch? Gut, dann solltest du dich vielleicht erstmal da ausruhen in dem Kaff. Ja, die müssen jetzt auf das Hauptquartier warten. Und komm, du kriegst hier noch Infanteriewaffen. Und du vielleicht auch noch und Luftabwehr. Dahin. Okay, so, und dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Eventuell sollten wir das auch einfach ein Stück weiter in Moskau aufstellen. Vielleicht ist das ein bisschen besser. Nächster Zug. So, die französischen Partisanen sind wieder am Start. Verhindern die Versorgung. So schön. Stufe 3. Infanteriekrieg. Sehr schön. Okay, der wird jetzt vergrößert. Keine Ahnung, wo der hinfährt. Ja, also momentan sieht es ja echt gar nicht mal so dumm aus. Gucken, ob wir die 6er Einheit da vielleicht tilgen können. Müssen wir mal gucken, wie das jetzt alles abgeht, diese Runde. Ja. Feinkontakt. Okay, das ist wahrscheinlich keiner. Oh, da ist ein großes Schiff. Gut zu wissen. Nimmt den einen ab, das ist frech. Starke Jäger, der gibt wieder Support Fire. Er verliert jetzt aber auch 2. Der Bomber auch 2. Ja, geht auf die Pack drauf. Die Flugzeuge hatte ich ganz vergessen. Muss ich auch mal dringend aufladen. Unverschämt. Haben.
Panzer wollen sie jetzt wohl eliminieren. Das wird ihnen wohl auch gelingen, schätze ich mal. Der zwei Bombenangriffen ist klar, da war der jetzt ein bisschen hoffnungslos. Den werden wir auch kaputt machen, den auch. Aha, zieht sich zurück, sehr schön. Ja, gut. Rischef wird weiter angegangen. Greift an. Die Batterie ist anscheinend leider leer. Okay, der Panzer hat sich zurückgezogen. Jetzt müssen wir natürlich noch mal gucken, wie wir diese Frontlücke schließen können. Also ich hoffe, jetzt kommen dann noch ein Stapel an Einheiten. Und ich muss jetzt ganz, ganz dringend sehen, dass ich wieder neue Einheiten kaufe. Der wurde aufgeladen. Also ich glaube, im Süden sollte ich jetzt eher in die Defensive gehen. Und da sollte ich jetzt auch dringend Verstärkung heranschaffen. Falsche Mega geht da auf den Ort vor. Keine Ahnung, wo der jetzt hin ist. Gut, also an anderen Fronten ist es ruhig. Ja, in Afrika haben sie ja keine Einheiten momentan. So, wir gucken mal, ob wir den Italiener aus dem Spiel nehmen können, eventuell. Und ja, Nachschubmangel, das ist gut. Oh, der hat nur noch einen, den können wir jetzt zerstören. Deutsches Reichkonvois. Ja, dadurch, dass ich jetzt natürlich letzte Runde nichts gemacht habe in Sachen Offensive, werden die jetzt wahrscheinlich richtig viele Einheiten haben. Panzerabwehr, Triumph von leichter Kreuzer. Nachschubmangel, S4 hat gestört. Da ist ein Jagdflugzeug. Vor in Sevastopol. So, du gehst mal dahin. So, okay, und dann müssen wir mal gucken. Also, das ist natürlich hier alles ein bisschen Hanebüchen. Das ist nicht Florian Hambüchen, sondern Hanebüchen ist das. Mechanisierte. Mal sagen, die stellen wir dahin. Dritte Armee, die stellen wir dahin. Nicht, dass die jetzt noch Richtung Dinges durchbrechen können. Dann stellen wir hier einen hin. Das Rifle Corps kommt mal in die Verteidigung rein und die Luftabwehr stellen wir mal. Kann ich die da unten aufstellen? Nein. Moment. Brechen.
Ich versuche die dann gleich da reinzustellen. So, du lädst dich erstmal voll auf. Das ist das Erste. Du gehst dahin. So, die müssen wir voll verstärken. Das ist jetzt nicht unbedingt notwendig, würde ich mal sagen. Verstärkung durchgeführt. Der ist leider ein bisschen out of Dingsbums. So, okay. Das ist ein Sumpf. Das ist natürlich schade. Das letzte Mal dahin. So. Ihr passt da weiter auf. Ist klar, dass sie dann einen Schaden frisst. Dahin, ja. So, tschüss. Okay, die sind alle zu schwach. So, aber da ist momentan gar keiner mehr zu sehen. Vielleicht gehe ich mal langsam vorwärts. Okay, da ist... Das sollte ich zurücknehmen, dass da keiner ist. Mal kurz. Nee, wa? Okay, gut. Das war jetzt ein bisschen blöd. Aber man kann ja mal gucken. So, und dann müssen wir uns mal überlegen, wie wir jetzt hier weiter vorgehen. Also wir könnten, den könnten wir auf jeden Fall zerstören. Die Armee. Den opfer ich jetzt mal kurz. Gut, dann geht jetzt hier natürlich nichts. Da musst du dich jetzt mal hier dingsbumsen. So, aber ich wollte doch genau, ich wollte neue Einheit. So, die stellen dann hier hin, die Flak. Okay, so. Und dann ist natürlich hier noch die Frage. Ich würde sagen, wir zack. Zurück. Mmh.
So, jetzt haben wir noch 390. Irgendwas wollte ich da noch machen. Ich weiß nur nicht mehr was. Moment mal kurz. Fahren wir den mal näher ran, dass die besser kämpfen können. Wieso nicht? Dann gehst du jetzt mal da rein, wartest noch eine Runde länger, bis das auf 5 ist. Dann müsste das ja klappen. So, und okay, gut. So, was haben wir gelernt, dass das gut ist und den Feind schwächt? Okay, und dann waren doch da unten irgendwo. Haben wir hier irgendwo eine sinnfreie Einheit? Der Gneisenau Schlachtkreuzer. Wenn wir jetzt erstmal, nee, jetzt ist schlechtes Wetter. Oder was? Ja, offensichtlich. Das war frech. Kommt keiner hin. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Du solltest den mit den. Ach, hier ist noch einer. Die Renown. Problem ist, dass da ja irgendwo noch das U-Boot war. Beide nicht dahin. Okay, ja, dann ist das halt so. Okay, ja. Muss ich hier vielleicht mal aufladen. Und dann. Ja, Afrika war jetzt nichts Großartiges. Also, ich würde mal gucken: Diplomatie. 18%. Gehen wir mal da rein. Portugal, Türkei. Gut, und dann gucken wir uns noch an, was wir jetzt machen können im Endeffekt. Zu 85, ja, es wird langsam. Wir können uns ein Korps-Fabrik kaufen.
geht leider nicht. Also Panzer. Schwere Panzer haben wir jetzt alle anscheinend. Das ist natürlich schlecht. Fallschirmjäger, Stoßarmee. Stoßarmee sind natürlich auch nicht schlecht. Die Amerikaner, die Briten, die könnten sich vielleicht mal noch einen Befehlshaber leisten. Und die Amerikaner könnten vielleicht mal Forschung irgendwas nochmal machen. Panzer, Infanterie, Luft, amphibische, Logistik, weiterentwickeltes U-Boot, Erdkampfwaffen, machen sie mal. So, und dann können sie noch irgendwie vielleicht noch eine Armee oder ein Bomber. So. Okay. Das geht nicht. Aber das können wir dann natürlich tendenziell irgendwann mal alles erledigen. Also ist jetzt halt echt die Frage, was wir machen. Können uns jetzt mal die weitere Sache mal ein bisschen überlegen. Trondheim, Narvik. Ja gut, also die Einheiten, eventuell werde ich da vielleicht dann irgendwie eine der Truppen abziehen. Die Fallschirmjäger oder so, mal gucken. Und ansonsten gehen die hier weiter. Die in Afrika, ja, gucken, dass sie sich hier die Länder erobern, würde ich sagen. Spanisch-Sahara, okay. Ja, Casablanca, bla bla bla. Die gucken, dass sie hier den Irak jetzt endgültig erobern und dann ist halt die Frage, also dann könnte man halt irgendwie, sobald ich den Irak erobert habe, vielleicht überlegen, mal irgendwie ja, die ganzen Schiffe hier ins Mittelmeer zu verdingsbumsen und dann mal gucken, ob man vielleicht es schafft, irgendwie in Rom zu landen. Das wäre natürlich ideal. Bräuchte man natürlich, aber dann bräuchte ich wahrscheinlich, also müsste ich erstens wahrscheinlich hier bei Tunis sein und da müsste ich mal gucken, wie sieht das mit der Langstrecken, Stufe 2, okay, ja, also da könnte man noch eine Stufe höher und da könnte man natürlich gucken mit den ganzen Bombern, die hier sind und vielleicht noch irgendwie welche, ja, von England mitnehmen, mit Großbritannien noch welche kaufen. Dann könnte man natürlich Rom freibomben und dann irgendwie mit einem amphibischen Transporter da irgendwie landen. Könnte man natürlich mal ausprobieren, ob das funktioniert oder nicht. Gut, ja, ja, das ist natürlich ein bisschen dumm gelaufen, dass ich die jetzt hier bewegt habe, aber dann ist das halt so. ...126 Einheiten, also wenn man sich die Verluste anschaut, 26, also kommt schon fast an Landeinheiten, 39 UdS SR kommt schon fast daran, also haben jetzt schon 4 Armeen, 8 Korps,
Ja, Kavallerie, gut, das ist Aufklärung. Ja, Panzerabwehr haben sie zwei, nee, eine jetzt noch verloren, zwei Panzer. Die Jagdflugzeuge waren, glaube ich, beide in Nordafrika. Ja, 3, 4, 1. 1, 1, 2, okay. Gut, ja, ist jetzt egal. Ich hoffe, dieser kleine Part hat euch gefallen. Das heißt, wir können ja vielleicht mal uns ein paar Diagramme angucken. Zum Beispiel nationale Moral würde mich mal interessieren. Also, die ist jetzt ein bisschen unter 90% gesunken. Bei den Briten ist sie bei fast 100%. USA ist minimal gesunken. Die Deutschen sind über 100, aber haben jetzt unten. Italien ist nur noch bei irgendwas über 70%. MPP, ja. Naja. Alles schön und gut, würde ich mal sagen. Ich bin der dumme Knut. Das nächste Mal gucken wir mal, was dann weiterhin passiert. Vielleicht werde ich die mal austauschen. Na? Also, ja, haben jetzt die Verschanzung verloren. Das ist ein bisschen blöd. Aber gut, so ist das halt. Ja, ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.